Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute schauen wir auf WTI, Euro, norwegische Krone und britisches Pfund, Schweizer Franken in unseren Handelsideen. Zuvor, wie immer im Start des Webinars, der wichtige Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle auch zur Kenntnis zu nehmen. Hier in Gänze abgeschrieben, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Ich freue mich auch heute wieder, viele Live-Zuschauer auch dabei zu haben, hier bei uns auf GoToWebinar oder auch auf Facebook. Wer dem Ganzen auch einmal live beiwohnen möchte, einfach die Facebook-Seite von Tikmil liken oder aber den Link auf GoToWebinar anklicken, hier bei uns auf der Seite von Tikmil. Ich hole das gerade mal eben rüber, kurzen Augenblick, da können wir hier schnell mal noch reinschauen, wie Sie sich anmelden können. Das heißt, wenn Sie auf die Website von Tikmil gehen, dann haben Sie auf der deutschen Seite hier neben allen Informationen rund ums Trading hier bei Tikmil mit den Top-Konditionen, mit den super Kontoarten, werfen Sie einfach mal einen Blick rein, das ist sehr, sehr wichtig. Hier gibt es dann den Blog und im Bereich der Ausbildung haben wir hier die Webinare und wenn die Webinare passen, kleinen Augenblick, hier haben wir es drinstehen, dann sehen Sie hier bei den Webinaren die täglich neuen Handelsideen. Und wenn Sie da draufklicken, dann können Sie sich hier an dieser Stelle einfach registrieren und schon sind Sie morgens auch live dabei. Sie bekommen auch immer eine Information, wenn die Webinare starten bzw. wenn es Änderungen gibt. Das also hier mal der kleine Weg zu den Webinaren über GoToWebinar. Auch die Live-Zuschauer heute Morgen wieder, Ludger, Elena, freue mich sehr, danke für die Grüße und ich würde sagen, wir gehen damit auch gleich rein in das Trading, in die Marktvorbereitung für heute. Wir starten wie immer mit den Tagesnachrichten. Gestern gab es, ich blicke nochmal kurz in die Nachrichtenlage zurück, gestern gab es einige Nachrichten rund um das Thema Einkaufsmanager-Indizes. Wir haben das Ganze bekommen aus China, aus Großbritannien. Bei uns in Europa gab es Zahlen hier in Deutschland und in den USA, die waren durchwachsen, muss man sagen. Es gab Ecken, da war es drüber, es gab Ecken, da war es drunter. In China lagen wir unter den Erwartungen. Hier bei uns in Deutschland sind die Zahlen relativ gut ausgefallen. Ich schaue gerade mal oben auf meinen vierten Monitor, deshalb der Blick nach oben. Da waren die Zahlen eigentlich alle über den Erwartungen. In den USA gab es so ein bisschen ein gemischtes Bild. Da hatten wir den ISM Einkaufsmanager-Index in diesem Bereich für die Dienstleistungen. Der war drüber. Der Market Einkaufsmanager-Gesamtindex, der war etwas unter den Erwartungen. Interessant war das Thema der Verkäufe neuer Häuser. Das war über den Erwartungen. Das ist immer ein gutes Zeichen für die Wirtschaft. Also von der Seite her ein relativ gemischtes Bild. Das sehen wir auch bei den Indizes. Die kommen momentan nicht so richtig vom Fleck. Sehen, wie sich das ganze Bild an dieser Stelle auch mit auflöst. Wir schauen jetzt mal in die Tagesnachrichten für heute. Die wichtigsten, wie immer zuerst genannt, aus den USA. Um 14.15 Uhr gibt es die ATP-Beschäftigungsänderung für den Monat Februar. Um 16.30 Uhr öffnen wieder die Bücher zum Thema Rohöl. Da gibt es die Rohöl-Lagerbestände. Das hier die wichtigsten Sachen um die Relevanz 3. Am Nachmittag dann noch ein paar weitere Informationen mit der Impact-Quote Nummer 2. Das heißt, hier kann da durchaus auch Bewegung an den Märkten kommen, aber nicht so deutlich wie das, was in der höchsten Relevanz erwartet wird. Wir bekommen um 14.30 Uhr Exporte, Importe und die Handelsbilanz aus den USA. Am Nachmittag hier bei uns in Deutschland, der spätere Abend, ist es 18 Uhr soweit, dass zwei FOMC-Mitglieder sprechen. 18.30 Uhr dann aus Großbritannien ebenfalls eine Rede seitens der Zentralbank und dann heute Abend der wichtigste Konjunkturbericht aus den USA. Das Beachbook gibt es um 20 Uhr. Und wie immer, wir sprechen, weil die Relevanz für die wirtschaftliche Entwicklung der USA so wichtig ist, am Freitag im ausführlichen Webinar ganz detailliert über das Beachbook. Das also hier für die heutigen Tagesnachrichten. Dann gehen wir gleich mal rein in die Charts. Wir starten mit dem WTI. Da schauen ja immer viele drauf. Ja, schöne Situation haben wir hier viele, viele Wochen gehabt. Schöne steigende Märkte. Man konnte gut aus Korrekturen nach oben traden. Das ist uns hier ja doch das ein oder andere Mal auch gelungen, in den Handelsideen da die Zeitpunkte gut zu erwischen, dass man hier drüber stehen konnte bzw. sprechen konnte. Was ist aktuell wichtig? Nach unten
haben wir hier einen Bereich um die 51,14, die als Support durchaus dienen kann. Das Band kann man ja sogar noch ein Stück weiterziehen. Also alles das, was hier unten so in diesem Bereich war, das hat als Support gegolten. Das Ganze schön zu sehen, da hat der Markt immer wieder nach oben gedreht. Auf der anderen Seite mit Blick nach oben. Wir wissen mittlerweile, dass dieser Abwärtstrend hier, den habe ich in den letzten Zügen auch mal noch mit eingezeichnet, der ist gebrochen, der Markt stabilisiert sich schön hier drüber, hängt jetzt allerdings hier knapp unter der 58-Dollar-Marke fest. Er will nicht so richtig hoch. Das sehen wir hier an diesen Stellen, die zwei Kerzen, die ich mit einem X jeweils markiert habe. Das Top hier am, wann war es gewesen? Am 1. März, letzte Woche Freitag, bei 57,58 Dollar. Was wir hier sehen, ist, naja, mit Verlaub gesagt, eine Situation, die mit deutlichen Abschlägen enden könnte. Theoretisch. Praktisch könnte es auch ein Kontraktionsmuster werden, dass sich hier ein Dreieck ausbildet. Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir abwarten. Das Problem ist halt, dass wir ein gefinishtes Doppeltop immer erst dann erkennen, wenn hier unten die Nackenlinie weggebrochen wird. Immer good morning from my side, Grüezi. Immer wieder schön hier. Also zurück zum WTI. Das Problem, was hier momentan besteht, ist, die klare Richtung zu finden. Warum? Wir haben hier weiterhin übergeordnet ein ansteigendes Bild. Das heißt, dieser Trend ist völlig in Ordnung. Aber es kann halt zu einer tieferen Korrektur kommen. Und wenn wir hier oben einen Doppeltop haben und hier an dieser Stelle diesen Bruchbereich, dann könnte es halt auch deutlich tiefer in die Korrektur reingehen. Das heißt, wir könnten hier von der Marke, wo wir aktuell stehen, bei knapp 56 Dollar, doch deutlich runter Richtung 51 laufen. Das ist schön, da kann man gut traden, da ist ordentlich was zu holen. Nummer 1, wir brauchen aber die Entscheidung. Nummer 2, kommt es hier zu so einer Art Kontraktionsmuster? Das hatte ich ja auch in meinen edukativen Teilen schon mal beschrieben, was ich damit meine. So ein Kontraktionsmuster, wenn der Markt hier oben so rein und rumspringt, also nach oben läuft, oben wieder abverkauft und dann immer flacher wird. Das ist dann ein Zeichen, dass der Druck von unten immer größer wird. Das sehen wir jetzt aber noch nicht ganz, weil die Entscheidung nicht gefallen ist. Das wäre dann das bullische Szenario. Das heißt, wir haben hier einen Drehpunkt, eine Drehstelle, wo der Markt eine Entscheidung finden wird. Momentan sehen wir immer wieder Schwäche von oben kommen. Die sehen wir hier auch in den letzten Tagen. Es ging ein bisschen hoch, dann wurde abverkauft. Hier hoch, wieder abverkauft. Wenn wir Druck nach unten bekommen, ist es dann interessant, was passiert am Tief dieser Kerze hier vom Freitag? Laufen wir da drunter unter dieses Tagestief, das liegt um die 55,31, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir auch das tiefere, den tieferen Bereich hier, diesen ersten Rücklauf von der vergangenen Woche, bei 54,67 anlaufen. Bricht das weg, dann ist der Weg nach unten erst einmal relativ frei. Das heißt, die Dynamik könnte sich dann weiter nach unten ausdehnen. Nach oben hin kommt es nicht so weit. Das heißt, wenn hier dieses Tagestief dazu genutzt wird, um nach oben zu kaufen, das wäre dann wieder die bullische Tendenz, dann würde sich das Bild weiter nach oben verdichten. Also hier ist wirklich ein Knackpunkt, den wir momentan auch da haben und das muss man ganz einfach gut auf der Uhr haben. Im Traden muss jeder selbst sehen, wie er es hinkriegt. Ich habe ja immer schon gesagt, wo wir relevante Stellen an diesen Punkten haben. Die Marken sind hier ganz klar auch gefestigt. Wenn es nach oben geht und wir die 57,91 hier oben wegwuppen, dann hätten wir wieder erst einmal ein ganzes Stückchen Luft nach oben und das können wir dann positiv für die Long Trades nutzen. Ansonsten, wie schon gesagt, der Blick nach unten ist interessant zu sehen, wie sich der Markt hier verhält. Der Bruch könnte Dynamik nach unten auslösen. Nächstes Trading-Thema für heute ist Euro, norwegische Krone. Auch wieder fantastisch zu sehen, was hier der Markt uns zeigen möchte. Hier an dieser Stelle haben wir oben den Punkt 9,84015. Da ist das Top dieser ersten starken Aufwärtsbewegung hier. Die hat hier drüben von diesem Abwärtstrendverlauf alles rausgenommen. Ne? Wenn man sich das Ganze im ganz, ganz großen Bild mal anschaut, über der Woche gesehen, dann haben wir hier jetzt sozusagen hier, das ist das Große, das Schöne, Dynamische. Wir haben schön einen aufwärtstrendenden Markt hier auch langfristig. Die großen Bilder, die hier zusammenfließen, das ist für das kurzfristige Trading nicht ganz so relevant. Aber wir sehen, dass das langfristige Bild momentan auch schön nach oben geht. Aber diese langfristigen Bewegungen haben halt auch langfristige Korrekturen und die können wir ja schön zum Traden nutzen. Wenn wir uns das Ganze hier mit anschauen, dann an dieser Stelle
haben wir halt hier den ersten Schub, das erste Achtungszeichen. Wir haben erst einmal diesen starken Move nach unten, diesen Trend rausgenommen. Es gibt aber noch keine neuen. Und deshalb haben wir hier, wenn sich solche neuen Trends bilden, gibt es immer mal so ein bisschen Hickhack, so ein bisschen hin und her, um eine Richtung zu finden. Das dauert meistens ein wenig. Und das ist das Bild, was wir hier momentan auch sehen. Wir haben den Schub nach oben gehabt, dann gab es hier die Bildung eines Abwärtstrends. Der wurde aber nicht stark fortgeführt, sondern hat hier unten nur einen kleinen Peak drunter gemacht und stieg dann gleich wieder direkt an, hat also diesen Abwärtstrend gleich wieder rausgenommen. Wir haben hier aber untergeordnet immer noch keinen Trend. Gestern dann diese deutliche Abverkaufskerze hier mit ihrem Hoch bei 982,447. Bestätigt sich dieses Bild. Das heißt, wenn der Markt hier weiter runterläuft, dann haben wir hier die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir erst einmal wieder hier, weil dieser Move so hoch war, möglicherweise Richtung Tagestief hier laufen. Bei 9,73043 hatten wir das Tief hier liegen, beziehungsweise hier gibt es noch das Tagestief drunter, die 2 und dann hier diesen Bereich um die 79,165, was das Tief von diesem kleinen untergeordneten Trend gewesen ist. Läuft der Markt allerdings hoch über dieses Tageshoch von gestern bei 982,447, dann haben wir die Chance, dass wir hier oben drüber laufen und diesen Top-Bereich rausnehmen und dann haben wir schön einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis gebildet und dann könnte auch wieder Ruhe reinkommen und dann ist ganz klar, wohin wir uns orientieren können hier. Das ist dann der Bereich, wenn sich dieser große Trend auch fortsetzt. Wir haben ihn hier ja auch am Laufen, der ist auch ganz tief korrigiert. Dann haben wir natürlich alle Chancen offen, hier oben mit reinzulaufen. Und da hilft uns übrigens wieder sehr, sehr schön der Blick in den Stundenchart, weil da sehen wir natürlich jetzt hervorragend, was hier läuft. Das ist mal schön. Der Aufwärtsschub, den wir hier gesehen haben, dieser Aufwärtsmove, der wurde gestern leicht unterschritten. Hier sehen wir jetzt das Bild wieder nach oben laufen und jetzt kommt es wirklich drauf an, was passiert. Wie sieht Stärke aus? Stärke wird jetzt so aussehen, dass wir hier nach dieser Korrektur, die hier läuft, direkt wieder oben reinlaufen und wieder einen Aufwärtstrend geben, der sich dann nach oben weiter fortsetzt. Wie sieht Schwäche aus? Schwäche würde so ausschauen, dass der Markt nach unten tendiert und das Ganze wird uns jetzt hier die Stunde auch verraten. Hier sind wir sozusagen gestern kurz drunter gelaufen und jetzt wird es halt sehen, gibt es hier in der Stunde einen Abwärtstrend oder gibt es hier untergeordneten Aufwärtstrend, der es dann schafft, über dieses Hoch des Tages von gestern zurückzulaufen. Dann haben wir den positiven Bereich, heißt also hier an dieser Marke, das wäre dann das Szenario, dass wir hier Angriff auf die 9,84015 nehmen und hier den Tagestrend nach oben schieben, das dann das bullische Szenario. Der Blick nach unten, den hatte ich ja gerade hier an dieser Stelle auch beschrieben. Und damit gehen wir rein ins dritte Paar für heute, also das zweite Währungspaar, die dritte Handelsidee. Hier eines meiner persönlichen Lieblingshandelsmuster. Das sind hier die Flaggen in diesem Zusammenhang selbstredend, weil die Verortung ja innerhalb eines Aufwärtstrends stattfindet, ist das Ganze hier eine bullische Flagge, heißt also, wir korrigieren hier in einem engen abwärtsgerichteten Kanal nach unten hin. Das ganze Geschehen ist noch nicht zu Ende, muss man einfach so sagen, wie es ist. Wir hatten zwar gestern eine schöne Kerze nach oben, die auch schon mal probiert hat, hier nach oben auszubrechen, aber so richtig gelingt dem Markt das Ganze jetzt noch nicht. Wir haben hier aktuell auch einen wichtigen Drehbereich. Hier hatten wir ein Hoch, nachdem der Markt deutlich nach unten gegangen ist und hier ist er wieder drüber gegangen. Das ist also ein Drehbereich, der wird in oft nicht so einfach überschritten, einfach mitgenommen. Da gibt es Hin- und Herbewegungen immer wieder. Und wir sehen mit Bezug auf diesen grünen Trend hier unten, wo wir gestern auch gedreht haben, noch ein Support-Level um die 1,312. Warum ist das ein Support-Level? Das ist der Ausbruch hier über das alte Trendhoch. Das wird in der Korrektur gerne auch immer mal angetestet. Wir haben ja hier mittlerweile auch gut 50% dieser Bewegung mit korrigiert. Das heißt an dieser Stelle also, wir können hier davon ausgehen, dass wenn sich diese Stärke hier fortsetzt, dass wenn dieses Umkehrsignal bestätigt wird, dass der Ausbruch aus dem Trendkanal kommt, Anlaufpunkte auf dem Weg nach oben wären dann beispielsweise hier das Tageshoch um die 1,32694 auf den Hochpunkt des Trends bei 1,33302 wäre das dann möglich, wenn wir, wie schon gesagt, hier den Aufwärtsmove bekommen. Ansonsten kann sich die Korrektur natürlich auch weiter nach unten fortentwickeln. Wenn sie im Trendkanal bleibt, haben wir hier unten auch die Punkte, was hier liegt.
Tagestief hier beispielsweise um die 1,30, 4,27 oder das darunterliegende die 1,29,966. Hier unten haben wir noch das Trendtief liegen, heißt also hier bei 1,28,583. Bis dahin könnte rein theoretisch die Korrektur auch laufen, um dann nach oben zu drehen, ohne diesen Trend hier kaputt zu machen. Das also die Marken nach unten. Und hier, das ist das Schöne auch an diesen Kanälen, die sieht man sehr, sehr schön im Stundentrendverlauf. Hier an dieser Stelle sehen wir gut und gerne den Abwärtstrend der Stunde, der hier schön nach unten mit tickt, hier die fallenden Hochpunkte, hier schön die fallenden Tiefpunkte. So, und das ist jetzt der Punkt. Hier gab es, wie schon gesagt, gestern das erste Mal einen Abwärtstrendbruch. Das heißt, wir haben hier schön diesen Trend nach unten laufen gehabt. Hier war Korrektur hoch, hier war das letzte Tief direkt drinnen. Dann gab es diesen Schub nach unten und hier haben wir jetzt den Bereich, wenn wir jetzt hier tatsächlich oben drüber laufen und einen Ausbruch wagen aus diesem Trendkanal, dann haben wir hier einen Aufwärtstrend, einen validen, der diesen Abwärtstrend rausgenommen hat. Und das wäre dann das Signal, dass der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit eher wieder in Richtung des übergeordneten Trends läuft. Kehren wir wieder hier rein zurück und es bildet sich ein Abwärtstrend. Das wäre dann das Szenario, dass wir erstmal wieder etwas Korrektur nach unten sehen. Also hier sehen wir auch wieder die Zusammenarbeit mit der untergeordneten Zeiteinheit. Die macht sich hier sehr, sehr gut. So, jetzt schaue ich noch einmal ganz kurz hier mit in die Fragen rein. Rolf, guten Morgen. Siegfried, auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Es wird gefragt, ob die Webinare aufgenommen werden. Ja, die Webinare werden aufgenommen. Ich zeige auch gleich nochmal, wo man die sehen kann. Ich hatte kurz darauf hingewiesen auf der Website von Tickmill. Kleinen Augenblick, ich zeige das ganz mal. Ich freue mich übrigens auch über immer mehr Go-To-Webinar-Zuschauer. Das ist einfach eine schöne Geschichte, dass unsere Community hier auch über diesen Weg mit wächst. Ich ziehe jetzt noch mal kurz runter. Also, wer diese Webinare in der Aufzeichnung auch mit anschauen möchte, der kann ohne Probleme auch an unseren YouTube-Kanal abonnieren oder aber hier an dieser Stelle auf die Website von Tickmill gehen. Bitte hier Deutsch einstellen. Dann hier sehen Sie die Blog-Einträge und bei Ausbildung gibt es die Webinare und bei den Webinaren haben wir hier die geplanten Webinare und da steht in aller Regel, manchmal fehlt hier auch was, aber in aller Regel stehen hier unsere Webinare. Wenn Sie da draufklicken, können Sie hier auf alle Tickmill-Webinare gehen, dann können wir hier den YouTube-Kanal mal einfach anklicken und auf dem YouTube-Kanal finden Sie den Tickmill-Kanal. Die Playlists und dann haben wir hier die täglichen Handelsideen mit mir sozusagen und da finden Guten wir Morgen, auch, liebe Traderinnen und die ganzen Aufzeichnungen, die hier entsprechend zu sehen sind und dann kommen Sie direkt in das Webinararchiv mit hinein. Also das ist einer der Wege, wie Sie mit hineinkommen. Das also hier mit rein. Elena hat das Ganze auch schon reingeschrieben mit in die Übersicht auf dem YouTube-Stream bzw. Facebook-Stream. Das also dazu. Und dann schaue ich mal noch in den anderen Stream mit hinein. Thorsten, du fragst das mit dem Thema Voluminas bei den Handelsideen. Es gibt viele Trader, die arbeiten mit solchen Indikatoren, viele Trader, die arbeiten nicht ganz so damit. Ich habe mich hier darauf, sage ich mal, spezialisiert zu sagen, wir lesen einfach das, was jetzt hier im Chart ist. Das heißt, ich möchte mit den Handelsideen hier in diesen Beispielen, weil die treffen mir auch für verschiedene Trader zu. Wir haben ja ganz kurzfristige Trader, die hier zuschauen. Wir haben aber auch mittelfristige Trader, die im Swing Trading aktiv sind. Und aus diesem Grund möchte ich hier in unseren Webinaren einfach ein paar Punkte aufzeigen, wo Bewegung ins Spiel kommen kann. Und wenn dort Bewegung reinkommt, kann jeder Trader die Einstellung für sich genauso machen, wie er es braucht. Arbeitet mit Volumen, arbeitet ohne Volumen, mit leitenden Durchschnitten, mit anderen Indikatoren. Das spielt dann am Ende keine Rolle. Wichtig ist, man muss wissen, wo die Musik spielt. Das zeige ich hier jeden Morgen. Und damit kann man dann die Voluminas einfach auch mit nutzen, wenn das Ganze hier sozusagen für den eigenen Trading-Stil mit dabei zu sein scheint. Gut, dann schaue ich mal noch, ob es Fragen zu Chart gibt. Hans Meyer, einen schönen guten Morgen. Hier an dieser Stelle sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Super, dann freue ich mich wieder über viele Live-Zuschauer hier. Ich sage Tschüss, bis morgen, allen gute Trades. Spätestens 8 Uhr gibt es wieder den Blog-Eintrag und dann um 8.30 Uhr hier unsere Live-Besprechung. Allen einen schönen Tag, bis morgen, Tschüss.